Habt ihr das gesehen? Ihr lebt noch. Der hat mich erst angeguckt. Ich habe gar nicht reagiert. Ich habe es endlich zur Mine geschafft. Doch jemand, etwas ist mir gefolgt. Ich bin mir sicher, dass es kein Mensch war. Es ist mir gelungen, es abzuschütteln. Zumindest glaube ich das. Ich sollte aufhören, darüber nachzudenken. Man hat mir gesagt, dass ich keine Zeit daran verschwenden darf, Druckbilder nachzustellen. Vater, der Detektiv, die Mine. Hoffentlich werde ich hier fündig. Ja, die Emotes. Ihr habt ja jetzt auch neu überarbeitete. Ah, so, jetzt stopfen wir eben eine. Mein Gott, ne. Kapitel 8. Wie viel Kapitel hat das Ding? Aber dass der sich da bewegt hat, das hat mich gerade ziemlich hart irritiert. Man hat den Schatten im Hintergrund gesehen. Habt ihr das gesehen? Dass der da aufgestanden ist? Was ist los, Fabi? Ist aber auch eine Wärme, oder? So, dann gucken wir gleich mal, wie es weitergeht. Meine E-Räucher hier rumfliegen hab. Mann, 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 Mann. Und wie ist jetzt die Meinung zur Story? Ich bin da immer noch so ein bisschen planlos. So ein bisschen. Da ist ja alles drin, ne? Spionage, Mord, Intrigen. Hört sich an wie so eine Soap. Keine Meinung? Oh, schade aber auch. Bin ich jetzt bei dem da im Keller noch, oder? Im Schlund der Finsternis. Okay, wir sind wieder in der alten Welt. Bahne dir einen Weg durch die Mine. Wo muss ich denn lang? Hier bin ich, glaube ich, runtergestürzt. Ach, guck mal, wir haben einen Minenplan. Das ist aber schön. Level 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wow. Und ich bin Level 1. Naja, ich würde dann fast sagen, wir gehen links rum, oder? Habt ihr euch die Karte eingeprägt? Ja, ne? Okay, hier geht's nirgendwo lang. Römische Ziffern, was sie wohl bedeuten. Bei der Explosion verloren drei Bergleute ihr Leben, aber auch was wie ein seltsamer Zufall erscheint. Heizpartner George Whitehead, der die Hälfte der Anteile an der Mine und an dem Gasthaus besaß,
Einer der Gäste des Gasthofs, der ein wichtiger Zeuge hätte sein können, verschwand einige Tage nach dem Unfall. Er war nicht der Einzige in der Gegend, der unter ungenannten Umständen verschwand. Das alles ist sehr merkwürdig und die Ermittler scheinen nicht sehr begierig darauf zu sein, dieses Geheimnis zu ergründen. Ich helfe Ihnen gerne, aber natürlich nicht kostenlos. Warte mal, da sind römische Zeichen drauf. 513? Nee, ja, die war 6. Seite 1 von 3. Kann ich das Ding rotieren? Ja. The accident claimed the lives of four people. Why would my father kill them if they were his friends? And on top of that, the explosion led him to financial ruin. That doesn't make any sense. My father was no fool. He wouldn't hurt his own interests. Ja, irgendwie, ne? 613. Ja, habe ich dir geschrieben. So, warte mal, jetzt verbrenne ich mich hier. Warte mal, habe ich den nicht hier vorne liegen? Brauche ich nicht immer Pause hier machen? Ist sie aufgeladen? Ja. Ja, 613. Was denn? Wieso nein? Ich habe doch 613. Ja, ich habe erst 4 gesagt. Es tut mir ja leid. So, dann packe ich den nämlich weg. Habe ich die eh hier. Jetzt Krümelkram hier. So, wir müssen. Oh, please, no. So, wir sind hier. Na? Und wir sollen erst nach 6, dann wieder zurück und dann nach 3. Okay? So war der Plan, oder? Also gehen wir jetzt erst nach rechts. Also gehen wir erst, genau. Hä? Ja. Erst nach 6. In circles, damn it! I need a clue. Maybe someone's written one down somewhere. Hä? Wieso bin ich denn jetzt da? Da ist dra. Hä? Das sind die drei. Nee, eigentlich erst in die 1 zurück, ne? War das nicht so, dass wir erst dann zur 1 müssten? Ja, ne? 3. Hey Dirk.
I won't ever get out like this. I must find some clues. Yeah. Dang, people worked here and I don't think they got lost all the time. Ich suche ja schon nach Hinweisen. Ah, da. Fragment von Marias Brief. Heilsgeheimnis. Was könnte diese Frau damit meinen? Verehrter Herr, ich habe Ihre Anzeige bezüglich Ihrer Suche nach John Norton gelesen. Ich bin vielleicht eine einfache Bauersfrau, aber ich schwöre bei Gott, ich weiß, wer sowohl für sein Verschwinden als auch für das Verbrechen in der Mine verantwortlich ist, bei dem mein Mann ums Leben kam. Ich habe das alles bereits dem Sheriff erzählt, aber er hat mich nur ausgelacht und meinte, durch meine Trauer würde ich mir Dinge einbilden. Ich bin bereit, Ihnen alles zu erzählen, jedoch nur unter vier Augen und in meinem Hause, da ich mich nur hier wirklich sicher fühle. Wenn Sie hören, welches Geheimnis die Familie Hyde verbirgt, wird sich für Sie alles ändern. Die Familie war gut darin, das Geheimnis zu hüten, aber ich habe es gesehen, was nachts hervorkroch aus diesem... Okay. So. Theoretisch müssen wir jetzt wieder zu 1, ne? Aber wo ist Gang... Warte mal, wenn Gang 2 und 3 da sind, dann müsste Gang 1 doch hier unten sein. Wo bin ich jetzt? Ich bin da. Ich hätte ja davor noch einen weiter rumlaufen müssen. Ja, ja, Honky hat Spaß, ne? I'm running in circles, damn it! I need a clue. Maybe someone's written one down somewhere. Ja, wir suchen. So, hier ist wieder grün. So, jetzt bin ich hier. Und jetzt muss ich noch 3. Zu 3. Petroleum. Wir hatten ja diesen Hinweis. Zwei, drei. Vielleicht gibt es da oben. Komm ich da hoch? Nee. Da ist nichts. I won't ever get out like this. I must find some clues. Dang, people worked here and I don't think they got lost all the time. Ja, da müssten noch 2 Zettel irgendwo liegen. Die haben wir noch nicht gefunden. Mhm.
Da ist wieder eins, ne? Bin ich so blind? Habe ich den Zettel nicht gefunden? Wobei er mir ja sagt, ich soll nach unten gehen. Oder soll ich in die drei Dinger nicht reinlaufen? Das war jetzt zwei. Da ist fünf. Ja, 4 wird wahrscheinlich rausgehen, ne? Aber wie kommen wir denn? Na, guck mal, da ist grün. Notiz eines Vermissten. Die Mine meines Vaters hat sich für so viele als Grab erwiesen. Es ist einfach schrecklich, wenn ich nicht wie all die anderen enden möchte. Sollte ich mich an die Hinweise in Gilmans Notizen halten und den grünen Lichtern folgen. Andernfalls finde ich nie wieder heraus. Er hat mich angelogen, dieser alte Mistkerl hat mir direkt ins Gesicht gelogen. Er hat mir den Bären aufgebunden, dass die Karte mich zum Gold führen würde. Das in dieser Mine versteckt ist. Als ich ihn fragte, warum er nicht selbst hineinsteigt und sich das Gold schnappt, sagte er, er sei zu alt, seine Augen seien nicht mehr so gut wie früher und er würde es einfach nicht mehr allein schaffen. Und was habe ich getan? Anstatt den alten Narren auszulachen, habe ich ihn bezahlt, bin bis in die tiefsten Tiefen der Mine vorgedrungen und ja, ich habe Gold gefunden. Das war nichts weiter als Narrengold, stinknormales Pyrit, dass selbst ein Kind von echtem Gold zu unterscheiden vermag. Meine Gier hat mich hierher gebracht und jetzt finde ich den Weg zurück nicht mehr. Seit wie vielen Tagen bin ich bereits hier unten? Verdammt, vielleicht sind es sogar schon einige Wochen. Gott sei Dank mangelt es hier nicht an Ratten, ansonsten wäre ich schon längst verhungert. Mein Durst stille ich mit verdrecktem Grundwasser. Wenn auch das zur Neige geht, bleibt mir nur noch mein eigenes Urin zu trinken. Ich habe die Notizen eines Mannes namens Gilman gefunden, die einen Weg aus der Mine beschreiben. Wenn mich die Angst nicht übermannt hätte, wäre ich jetzt in Sicherheit. Ich bin dem richtigen Weg gefolgt, doch als ich diese unmenschlichen Schreie hörte, bin ich weggerannt, bis meine Beine keine Kraft mehr hatten. Das ist das Ende. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe es nicht mehr zurück. I won't ever get out like this. I must find some clues. Dang, people worked here and I don't think they got lost all the time. Das ist das Ende. Ich schaffe es nicht mehr zurück. Wenn ich hier sterben sollte, dann denk daran. Wer auch immer du bist, folge den Notizen des Detektivs. Die Lichter sind der Schlüssel, die grünen Lichter, die ich in manchen Tunneln gesehen habe. Für mich gibt es keine Hoffnung mehr. Ich bin so entsetzlich müde. Ah, da Lichter. Das heißt... Oh, wir sind wieder bei 1. So, okay. Eins, und dann gehen wir da rein. Und folgen den grünen Lichtern. Da gucken wir mal. Machen wir es nochmal. Uns fehlen, glaube ich, auch noch 2 Zettel. Okay, da ist grün. Hier ist grün.
Da ist grün. Ach so, die zeigen auch noch, wo du lang musst. Ich werde hier nie wieder rauskommen. Das erste war richtig, aber dann die nächste nicht mehr. I'm running in circles, damn it. Ja, das tue ich. Maybe someone's written one down somewhere. Wo bin ich jetzt? Folge den grünen Lampen. Ja nun. Ich komme hier nie wieder raus. I won't ever get out like this. I must find some clues. Dang, people worked here and I don't think they got lost all the time. Wir hatten ja einen, warte mal, Tagebuch. Notizen. Zweite Notiz. Ach so, hier die erste. Ja, hier steht 413. Heißt das ich? Heißt das, die Gänge darf ich nicht benutzen oder heißt das, ich soll die Gänge benutzen? Und der andere sagt, folge den Lichtern. Eins, zwei, drei. Das bedeutet für mich, geh hier rein. Da bin ich, glaube ich, gerade hergekommen. So, hier haben wir hier lang. Eins. Drei. Da hinten ist eine Notiz.
running in circles. Damn it! I need a clue. Maybe someone's written one down somewhere. Ich dachte, ich komme da hinten irgendwie hin. Jetzt stecken wir hier in der Mitte fest, ja? Scheiße. Must find some clues. Dang, people worked here, and I don't think they got lost all the time. Gibt's da nicht noch einen zweiten, noch einen Weg da hinten ran? Ah ne, hier geht's wieder hoch. Aber auf der anderen Seite ist auch noch einer. Ne? Guck mal. Na, springen komme ich da glaube ich auch nicht rüber. Ich habe langsam keine Ahnung mehr. Alter, wo hänge ich denn jetzt fest an diesem Rotzkarton? I'm running in circles, damn it! I need a clue. Ja, come on. Maybe someone's written one down somewhere. Ja, keine Ahnung. Das 4.
ever get out like this. I must find some clues. Dang, people worked here, and I don't think they got lost all the time.